herzlich willkommen. Wir sind heute zu Hause bei Dr. Markus Strauss und freuen uns ganz, ganz stark auf das Gespräch mit ihm. Er schenkt uns viel Zeit, um uns auch seine neuen Themen vorzustellen. Ich möchte jetzt nur ganz kurz was zu seiner Biografie sagen und da wird es dann fast schwindelig. Also Studium der Geographie, Geologie, Biologie, dann Forschungsprojekte in Geoökologie, Wasserhaushalt, Agrarökologie. Er war in den Anden, er war im Himalaya und er ist dann zurück in unser kleinräumiges Allgäu. Darüber sind wir natürlich sehr, sehr dankbar, denn er hat in unserer Kräuter-, Pflanzen-, Baumwelt wunderbare Bücher uns geschenkt, uns geschrieben, Forschungsarbeiten gemacht. Man sieht es an seiner Ausbildung, er ist ein Forscher, er geht in die Tiefe und er hat es als erster oder bisher immer noch einziger geschafft, dass dieser Zertifikatslehrgang auf Hochschulniveau stattfindet zum Fachberater für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen. Dieses Hochschulniveau hebt das ganze Wissen, das da ist, nochmal in einen anderen Zugangsbereich. Er wird damit auch Jugendliche ansprechen, was unsere große Intention ja ist. Und bringt damit natürlich sehr viel Vernetzung. Was er uns dann auch vorstellen wird, er hat eine Stiftung initiiert, essbare Wildpflanzenparks. Also ich bin ganz gespannt, was er dazu erzählt. Total geniale Idee. Was ich selber so sagen muss, ich bekomme immer sein Newsletter. Wer sich da nicht anmeldet, ist selber schuld. In diesem Newsletter sind so viele Informationen, er ist so großzügig. Er ist wirklich großzügig in seinem Austausch mit seinen Ideen und seinem Wissen. Man bekommt immer Rezepte, man bekommt immer, was man jetzt gerade sammeln sollte. Man bekommt ganz viele Vernetzungsgeschichten. Also Newsletter anmelden ist eigentlich Pflicht für jeden, der in dieser Richtung unterwegs ist. Und ich habe so als Mission herausgelesen aus seinen Büchern, ursprüngliche Lebensmittel, diese ursprüngliche lebensnahe, naturverbundenes Leben, den Menschen wieder nahe zu bringen. Ja, das war die kleine Vorstellung und jetzt darf er reden. Das ist nicht. Wir würden Sie gleich gerne fragen, was ist Ihr größtes Herzenprojekt jetzt? Ja, also erstmal herzlich willkommen und danke. Ja, das größte Herzensprojekt, ich glaube, das sind die essbaren Wildpflanzenparks, also kurz EWILPA. Das ist ja die Abkürzung für essbare Wildpflanzenparks, Kunstwort. Haben wir ein bisschen gesucht auf das Internet, weil das eine ganz große Bedeutung hat. Also mir ist einfach bewusst geworden, ich habe ja vorher 4 Jahre auch in Stuttgart gelebt und das Bildungsbürgertum in den Städten ist jetzt ja so mit als erstes aufgewacht und will unbedingt sammeln gehen und dann kommen die in diese Zone, wo die Jogger und die Mountainbike-Fahrer, aber auch die Hundegänger unterwegs sind und das ist Stuttgart nicht anders wie überall auch und die haben ein Problem, Zugang zu finden zu richtig guten Lebensmitteln, also zu wilden Lebensmitteln. Das sind ja die ehrlichsten Lebensmittel, die wir heute bekommen können. Und ja, da habe ich immer wieder dieses Feedback bekommen, wo ich den Leuten so schon missionarisch gepredigt habe, geht raus und sammelt, gell? Ja, wohin denn? Und da ist mir die Idee gekommen, wir brauchen eigentlich, und nicht nur eigentlich, wir brauchen es, wir brauchen ein genauso dichtes Netzwerk in ganz Mitteleuropa, wie es jetzt diese ganzen Discounter-Verkaufsstellen gibt, an Parks, die ganz nah an den Wohngebieten dran sind, sodass die Leute ganz einfach easygoing vor oder nach der Arbeit oder wenn sie Lust haben am Wochenende, wann auch immer, dahin gehen können. Und wir haben inzwischen ganz viele Kräuterpädagogen oder ich die Fachberater ausgebildet, die dort aktiv werden können mit Vorträgen, Seminaren, Führungen. Da sollte auch immer jemand da sein als Ansprechpartner, weil die normalen Leute kennen sich ja noch nicht so aus und denken, Mensch, wie war das denn mit dem Kirsch, aber da gibt es ja auch die Giftigen und so weiter halt. Ne? Und dass da immer ein Ansprechpartner da ist, der die Leute ein bisschen an die Hand nimmt und dann sagt, so, momentan haben wir da hinten die Herbsthimbeeren sind reif und hier haben wir jetzt noch 4 Wochen lang Grünzeug, ja? Also da drüben sind noch ein paar reife Brennnesselsamen und da drüben kommen schon Nüsse runter und so zu jeder Jahreszeit eben anders. Und das kann man ja alles, wie wir wissen, auch so gestalten, dass das sehr schön aussieht. Also dass es schön blüht und eine tolle Herbstfärbung hat und von der Anordnung interessant ist, auch mal nur für einen Spaziergang. Und
Ja, also es dient der Naherholung und gleichzeitig natürlich auch dem Umwelt- und Naturschutz, weil da hüpfen dann auch Eichhörnchen und Singvögel rum und ich habe da wieder Rebhühner drin und so weiter. Also alles Tiere, die jetzt, oder die ganzen Insekten, Bienen und so weiter, die haben da alle ein Eldorado, die Menschen eine gute Erholung und gleichzeitig ehrliche, wertvolle, kraftvolle Lebensmittel. Das ist so die Vision. Und es geht mir nicht darum, jetzt bestehende Flächen, Park, also kann man auch machen, dass man einen bestehenden Park, die Kirschlorbeer raus, Felsenbirne rein oder sowas. Ne? Das kann man schon umwandeln, aber eigentlich geht es mir darum, diese glyphosat-malträtierten Äcker Schritt für Schritt wieder zurückzuholen, sodass sie wirklich den Menschen wieder dienen, im Sinne dessen, dass auf dieser Landfläche auch wieder was Gutes wächst, was uns gut nährt, was uns wieder heil und gesund macht. Gleichzeitig ist es auch dann ein Beitrag zum Bodenschutz, weil der Boden ist dort malträtiert, der ist tot, muss man nochmal einen Regenwurmtest machen. Das Grundwasser ist gefährdet auf solchen Flächen. Also wir haben da ganz viele Fliegen mit einer Klappe sozusagen, also ganz viele Probleme auf einen Schlag gelöst und es ist so einfach, es ist wirklich so einfach. Es hört sich nach einem neuen ökologischen Gleichgewicht mit Nahrung für Körper, Geist und Seele an. Ja. Was so dann im Außen wie im Innen einfach heil werden kann und zur Heilung führt. Ja, genau. Darum geht es mir. Also um Heilung in einem ganzheitlichen Sinn. Heil werden heißt ja auch von der Wortbedeutung her ganz sein, also dass eben nichts fehlt. Ne? Und uns fehlt heute eben ganz viel. Also uns fehlt der Kontakt, die Anbindung zur Natur. Uns fehlen auf einer stofflichen Ebene zum Beispiel die Bitterstoffe. Also uns ist immer ein Teil, fehlt. Und den kompensieren wir dann mit anderen Dingen, mit unnützem Konsum oder sowas. Ne? Und machen damit wieder ganz viel kaputt. Oder essen, wenn wir zu wenig Bitter haben, zu viel süß. Ja? Machen damit Darmflora kaputt. Also das ist immer wieder, sind wir nicht in der Mitte. Und darum geht es natürlich, wenn man jetzt das Heilen anguckt. Ja, das ist jetzt gerade ganz gut gefallen, dass Sie sagen, nicht die Flächen, die eigentlich noch relativ gesund sind, gehen Sie ran, sondern Sie gehen an die wirklich kranken Flächen der Agrarwirtschaft ran. Das fällt mir gut. Und dieser Gedanke mit dem Discounter, ich fand das gar nicht, Discounter finde ich so lustig. Ja. Dass wir, die Discounter sind überall und in dem Bereich können wir noch nicht einkaufen, also schaffen wir die Läden, eine super schöne Idee, gefällt mir und, gut. Ich wollte mich auch nicht beschränken, also ich habe natürlich am Anfang auch gedacht, bist du eigentlich größenwahnsinnig, weil also das ist ein Milliardenprojekt letztendlich, aber dann dachte ich, okay, also, aber es ist ja so, beißt keine Maus einen Faden ab, es ist, wie es ist und ich muss das als Vision dann auch mal aussprechen. Und ich will jetzt nicht so klein tun, ach ja, ich mache hier so ein bisschen Rabatte oder so. Ne? Kann man ja auch machen. Also es spricht nichts dagegen, wenn jemand jetzt selber anfängt, eine Rabatte und einen Gundermann und Girsch oder sowas und zwischendrin ein paar Aronia- und Johannisbeersträucher und in größerem Abstand noch ein paar Obstbäume, dann habe ich auch eine Waldstruktur mit Bäumen, Sträuchern, Kräutern. So kann ich auch einen Garten wieder natürlich gestalten, von der Struktur her, mit einem hohen Wildpflanzenanteil. Dann komme ich auch, es ist pflegeleicht, ich habe super Lebensmittel, ich habe in der Jahreszeit ein abwechselndes Erscheinungsbild, was einfach für Augen und Seele einfach immer gut ist. Also da ist auch im Kleinformat alles möglich, aber was wir ja wirklich gesamtgesellschaftlich brauchen, wir laufen ja auch da, nicht nur zwischen arm, also Hartz IV und ultrareich, immer mehr in eine Polarität ran, sondern auch in der Landschaft. Wir haben Naturschutzgebiete und wir haben Glyphosatäcker. Und zwischendrin haben wir nichts Normales. Also sowas, was früher gang und gäbe war, einfach ein Acker, wo gesundes Getreide wächst oder Streuobstwiesen, wie die frühe Landwirtschaft stattgefunden hat, haben wir nicht mehr. Aus dieser Polarität müssen wir auch wieder auch da in die Mitte kommen. Mhm. Ne? Selbst auf dem Land ist es so, wenn man Wildpflanzen sammeln möchte und das Land ist sehr landwirtschaftlich genutzt, ist es ganz schön schwierig, Ecken zu finden, wo man Lust hat, wirklich jetzt zuzulassen. Wo man Lust hat, genau. Am gedeckten Tisch. Ja, es ist so. Ne? Die Imker erzählen ja genau das Gleiche. Also, dass die Stadtimker haben einen höheren Honigertrag mit ihren Bienen als die Imker auf dem Land, weil die Landbienen, die haben eine Rapsspitze und dann haben sie vielleicht nochmal
das verteufelte indische Springkraut. Das ist einfach eine Lebensrettungspflanze für die Bienen. Mhm. Wenn es das nicht gäbe, würden die im Sommer über auch noch Hunger leiden, fast wie im Winter, weil es einfach in der Landschaft nichts mehr gibt. Es gibt kaum noch eine Hecke. Es gibt die zu wenig spät blühende Bäume. Deswegen propagiere ich auch sehr die Esskastanie zum Beispiel. Also nicht nur Linden, sondern auch Esskastanien, auch Maulbeerbäume. Also das sind einfach tolle Fruchtbäume, die bei uns gut wachsen. Das ist nur den meisten gar nicht so bewusst. Und die aber auch gleichzeitig der Insektenwelt viel zu bieten haben. Das hört sich wunderbar an. Mir hat es gerade gefallen, dass Sie eigentlich unseren Zuschauern gleich einen Tipp noch gegeben haben. Sehr wohl im Kleinen anfangen, ja, ja. Mit diesem und ein bisschen in Stufen denken. Mhm. Also, wie Sie sagen, also es könnte jetzt ein Maulbeerbaum sein und dann unten eine Hecke und dann. Genau. Anstatt irgendwelcher Veilchen, Veilchen ist auch gut, nee, Entschuldigung, das kauft man jetzt gerade, ich weiß nicht, also diese oder ganzen... dieses in Baumarkt fahren, Stiefmütterchen, ganz genau. Tagetes ganz genau. Und ständig wieder austauschen. Genau, ja. Also dann nehmen wir lieber gleich was Schönes, Essbares, genau. Was der Natur auch was bringt. Also ja. So diese, und dann als Visionär dazustehen und zu sagen, meine Aufgabe ist jetzt Vision zu haben und da was Großes in die Welt zu bringen, ne? Da haben Sie die Berufung, wie ich jetzt gerade so rausgehört habe. Wie weit sind Sie denn mit Ihrer Stiftung? Gibt es da schon was Reales? Ja, genau. Die Frage kommt natürlich immer, kann man sowas schon angucken und so. Und da, das war jetzt auch die schwierigste Schwelle, über die ich jetzt erstmal raus musste, rüber musste, wirklich Projekte zu finden, wo sich das realisieren lässt, mit wenig oder gar keinem Geld. Also wir haben ein paar Euros eingesammelt, aber das ist natürlich... um Land zu kaufen, um nachher Bäume zu pflanzen, also im 1000 Sträucher und Bäume, das kostet alles wahnsinnig viel, die müssen auch gepflanzt werden und alles. Aber ich kann jetzt zwei große Projekte tatsächlich jetzt vorweisen, die werden jetzt in 17 auch umgesetzt. Wir haben im Herbst 16 mit der ersten Pflanzung, da haben wir tatsächlich 1000 Büsche und Bäume gepflanzt. Also die zwei, es ist jetzt ein Hof hier im Allgäu, das ist ein ehemaliger Milchbauernhof auf 850 Meter Höhe, wo eben ist ja typisch im Allgäu, in der Mitte ist der Hof drumherum, diese Vereinödung, also das Land, 22 Hektar sind alle drumherum. Und Milchwirtschaft rentiert eben nicht mehr. Und die haben dann aufgegeben und es hat ein Immobilienunternehmer aus München hat das gekauft, der sein Leben auch umgestellt hat auf vegane und rohköstliche Ernährungsweise. Und er fand die Idee eben auch sehr charmant, da das nach den Prinzipien von dem essbaren Wildpflanzenpark zu gestalten. Und das dauert natürlich ein paar Jahre, weil das kann man rein technisch nicht sofort alles pflanzen. Aber wir haben jetzt, das ist für mich auch spannend, wie geht es jetzt praktisch? Ne? Und wir haben jetzt im vergangenen Herbst die erste große Pflanzaktion gehabt. Da haben wir vier Bereiche haben wir schon gepflanzt. Also wir haben eine Streuobstwiese angelegt mit alten Obstsorten drin. Das sind 30 Bäume, da ist auch ein Maulbeerbaum dabei. Auch essbare Eberesche ist dabei. Also als Hochstamm und dann eben Äpfel, Kirschen und Zwetschgen und alles, was es so gibt. Dann haben wir auf einem Steilabsatz, wo man nicht mähen kann und wo früher beweidet wurde. Und eben der Besitzer lebt vegan und rohköstlich. Also wir waren uns einig, die Kühe haben jetzt hier frei. Wir brauchen noch gar nicht so viel immer züchten von diesen Kühen. Und diesen Steilhang haben wir jetzt bepflanzt. Mit ein paar hundert Sanddorn, Brombeeren, verschiedene wilde Rosen und Weißdorn, also lauter Dornengebüsch und lassen das komplett einfach jetzt verwildern, sodass dann ein ganz wildes Wäldchen entsteht, wo wir aber am Rand immer gut ernten können, also Wildobst en masse und in der Mitte haben dann die Tiere, und also ihr Eldorado. Und auf der Nordseite des Grundstücks haben wir jetzt schon eine Feldhecke angelegt, also mit einzelnen großen Bäumen drin, aber mit ganz viel, auf der Südseite ganz viele Rosen wieder. Und also da ist eine riesen Artenvielfalt drin. Und dann haben wir, jetzt kommt noch ein Feuchtgebiet dazu, das muss aber erst noch entstehen. Und der Hof wird eben ökologisch saniert und da werde ich dann auch eine der Ausbildungsgruppen dann dort halten können und also das wird noch 3 Jahre dauern, bis es komplett fertig ist. Und einen Bärengarten haben wir auch schon gepflanzt. Also die 4 Sachen. Und das andere Projekt ist ganz anders, aber dafür, das ist eben toll, weil es die Vielfalt auch aufzeigt. Da habe ich einen Hotelier angesprochen aus der Nähe von Bayreuth in der Oberpfalz. Also Bayreuth ist ja noch Oberfranken, aber das zählt schon gerade so. Landkreis Tirschenreuth, Steinwald, das ist ein Teil vom Fichtelgebirge.
Und die haben auch vom Hotel her schon einen sehr innovativen Ansatz, nämlich zu Gast im Dorf. Das ist, war mal früher ein Dorfgasthaus zum Hirschen und die haben dann auch jetzt mal was Neues machen wollen. Nicht immer nur irgendwie Sonntag Schnitzelbraten, sondern was Innovatives. Und die haben sich in die Hollerhöfe umbenannt, also Holunder steht schon im Zentrum des Interesses. Haben Holunder gepflanzt und mit Sirup und Holunderküchel und alles, was man mit Holunder machen kann, schon begonnen. Sekt und Essig und so weiter. Und dann sind sie auf mich aufmerksam geworden und wir haben jetzt dort in Zusammenarbeit, also Hotelier, der hat übrigens so leerstehende Häuser im Dorf aufgekauft und hat die renoviert und da wohnen jetzt die Leute. Es sind immer so sehr schöne Apartments in den Häusern und die Leute gehen dann zum Frühstück und zum Essen und zum Saunieren ins Haupthaus vom Hotel. Deswegen heißt es zu Gast im Dorf. Und damit die Leute jetzt auch ein schönes Erlebnis haben, haben wir jetzt mit der Stadt zusammen einen 6 Kilometer langen Wanderweg entwickelt. Da gibt es so einen Berg mit einer Burgruine drauf und unten ist so ein Bach, also da haben wir Bachaue, man hat aber auch das Trockene am Berg und Laubwald, Nadelwald, Streuobstwiese, Magerwiese, Feuchtwiese, ist alles da. Und Bracheacker machen wir auch. Also wir können mit dem 6 Kilometer langen Weg das Ganze erschließen und es sind 14 Stationen, wo eine Tafel hinkommt, wo dann die wichtigsten Pflanzen erklärt sind und was da ökologisch los ist. Die Leute können das also lernen. Und im Hotel stellen wir jetzt peu à peu die Speisekarte um, sodass da immer was Wildes zu haben ist. Und so gibt es da ein tolles Erlebnis. Also da können Leute so wilde Ferien machen. Und da je nach Jahreszeit lernen. Ne? Also das ist so ein ganz anderes Projekt und sind also aber riesig. Ne? Es gibt ein Begleitbuch dazu. Und, na ja, also. Und wir haben die Mittel jetzt von der Bezirksregierung in Regensburg, hat das jetzt auch genehmigt. Und da gehen wir jetzt wahrscheinlich im Herbst 17 in die Umsetzung mit der ersten Pflanzung. Und ich denke, im Lauf 18 müsste dann alles gepflanzt sein. Der Gartenbauverein vor Ort macht mit. Also ich denke, in 18 können wir dann Eröffnung feiern. Ja. Hm. Super. Ich möchte mitmachen. Wenn wir jetzt so die zwei Projekte von Ihnen so beschrieben bekommen, dann klingt es nach einer ganz anderen Art von Ferien, aber auch nach einer ganz anderen Art zu leben, wie wir es bis jetzt in unserer Kultur gewohnt sind zu leben oder wie wir sozialisiert sind. Ja, ja. Da ist vielleicht auch so ein Stück weit der Bogen zu Ihrem neuen Projekt. Genau, weil ich denke, fühle das schon lange, also ich denke, da bin ich ja nicht alleine, also wir fühlen ja alle Menschen, es muss sich doch mal was ändern, wie wird denn das und so kann es doch nicht und wir haben das schon mit 2012 gedacht und danach kommt der große kosmische Strahl und dann sind alle verwandelt oder sowas. Ja, also inzwischen ist glaube ich die Erkenntnis gereift, entweder wir machen es, wir sind das, der Strahl oder die Hopi-Indianer haben glaube ich mal gesagt, ihr seid die, auf die ihr gewartet habt, ne? Also das sind wir. Wir müssen es machen. Es ist jetzt, die Menschen, die jetzt leben müssen, in die Hand nehmen. Wir müssen jetzt in die Eigenverantwortung kommen und das kann jeder jetzt so, wie er es für sich fühlt und wie er in die Kraft wächst, beginnen. Also ob man jetzt Urban Gardening macht oder Guerilla Gardening, worauf ich sehr ermuntert oder wozu ich sehr ermuntern möchte, einfach nicht ewig nach Genehmigungen fragen, sondern einfach mal, man schadet ja niemand, wenn man jetzt irgendwo eine Aronia am Waldrand pflanzt. Ja und, dann steht sie da. Merkt doch erstmal gar keiner und man hat was zu ernten oder so. Ne? Oder auf einer Lichtung sich so einen wilden Garten anlegen mit Girsch und sowas. Das kann man doch machen. Und also das ist schon mal super, aber wir leben jetzt einfach in einer Umbruchszeit. Das Alte ist energetisch nicht mehr so versorgt. Und das Neue ist aber es ist sehr noch in den Medien vorhanden. Das Bild, was uns in den Medien vermittelt wird, ist deswegen auch ein Zerrbild irgendwo. Also da müssen wir sehr in uns bleiben, in unserem Frieden und einfach machen. Das Tun ist jetzt einfach wichtig und voller Zuversicht und mit, also ja, einfach auf das Neue zugehen und es in die Hände nehmen und anpacken. Ne? Und das, dann, das ist einfach unterwegs, weil das sind inzwischen so viele Menschen, auch Menschen, von denen ich das früher, ich auch, hätte ja früher auch eine Wertung gemacht, auch die interessieren sich eh nicht dafür, die in der Bank arbeiten oder sowas. Ne? Aber inzwischen kommen Leute wirklich aus den Bürotürmen raus in die Vorträge oder in die Seminare, weil sie sagen, also es hat mich eigentlich schon immer interessiert und jetzt ist es so wichtig für mich und ich muss jetzt mal und ich weiß ja aber gar nicht. Und dann geht es ganz schnell, dass die da Kontakt aufnehmen mit den Pflanzen. Und also wir leben wirklich in einer Umbruchszeit. Und da braucht es Orientierung, weil Umbruch ist natürlich auch immer irgendwo Chaos, auch ein Stück weit Verzweiflung.
Sorge, Angst, weil wir müssen Altes loslassen, damit das Neue kommen kann. Und ja, in der Zeit braucht es eben auch Strukturen oder auch Menschen, die wieder Zuversicht vermitteln können, Vertrauen vermitteln können. Und das machen eigentlich gar nicht so die Menschen, sondern ich verweise da immer auf die Natur. Die Natur ist es, was uns trägt. Und deswegen ist es wichtig, in die Menschheitsgeschichte mal einen Blick reinzuwerfen. Weil wir leben seit über 2 Millionen Jahren nur von der Natur. Und erst die letzten paar Generationen haben wir halt eine künstliche Welt geschaffen. Und heute, klar, aus Sicht des Einzelmenschen ist man dann schon wieder so konditioniert, dass man denkt, ohne das Künstliche geht es nicht. Und ich möchte jetzt auch nicht auf Internet und auf Zentralheizung verzichten. Aber ich habe zum Glück noch den Kabel von mir. Aber es ist, ich denke, wir müssen uns einfach die Errungenschaften der industriellen Revolution und auch der digitalen Revolution, die müssen wir jetzt verknüpfen mit der Natur. Und dann haben wir echt einen Quantensprung in unserer Zivilisation. Das ist ganz sicher. Und da zählt aber vor allem Ernährung und Ernährungssicherheit und wirklich qualitativ ehrliche, gute Lebensmittel sind da natürlich ein riesen Eckpfeiler des ganzen Neuen. Und deswegen, ich formuliere es immer so, bin ich mir sicher, ich weiß auch nicht, wie die Zukunft genau aussieht, aber in einem Punkt bin ich mir sicher, dass die essbaren Wildpflanzen ein Mosaikstein der Zukunft sind. Und zwar einer der wichtigsten, weil wenn es ums Essen geht, das ist ja immer mal ganz elementar. Und von daher ist das ein ganz wichtiges Thema und ein lohnendes Thema, sowohl für den Einzelnen auf der persönlichen Ebene sich damit zu befassen oder auf der privaten, aber natürlich auch auf der familiären oder dann auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene. Ganz zentrales Thema. Das hat auch immer wieder ein Stück, wenn wir in die Natur gehen und eine gute Ernährung haben, mit einer Lebenszufriedenheit und mit einem Wohlbefinden zu tun. Mhm. Und es macht einen großen Unterschied, ob ich jetzt wirkliche Lebensmittel zu mir nehme oder irgendwelche Nahrungsmittel, die schon sehr stark verarbeitet sind. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, das ist so auch der Ausgleich, den die Menschen suchen, wenn sie so und so viele Stunden am Tag irgendwo im Büro sind, dass es einfach nur mit der Natur geht und dann greifen ihre Projekte. Genau. Ganz wunderbar. Ja. Was für mich noch so entscheidend jetzt gerade war, ist auch dieses, wir haben ja schon einiges aus der Natur gelernt, also Flugzeug ist aus der Natur abgekommen. Ja. Die Pharmaindustrie hat sich Wirkstoffe aus der Natur geholt. Ja. Aber es war ja immer dieses Einzeldenken. Es war ja nicht dieses Gehen in die Gesamtheit und ja, was ist der Unterschied zum Beispiel, wenn ich in der Pharmaindustrie mir was gegen Bluthochdruck hole? Ja. Und was ist der Unterschied, wenn ich es mir aus der Natur hole? Ja. Also da ist ja auch dieser Schritt wieder hin, wie Sie sagen, in die Natur, aber auch weg von diesem Einzeldenken, von diesem, ich hole mir nur einen Wirkstoff. Oder ich... Ja, das Einzelne, es gibt ja auch diesen Satz, dass die Gesamtheit mehr ist als das Einzelne. Ne? Das ist ganz klar. Und wir wissen es ja auch beim Vitamin C zum Beispiel, dass einfach das künstlich geschaffene, die künstlich geschaffene Ascorbinsäure gar nicht so gut verstoffwechselt wird und auch nicht den gleichen Effekt hat aufs Immunsystem, wie wenn ich jetzt eine vollreife, wirklich gute Frucht esse oder ein wildes Kraut, wo eben auch Vitamin C drin ist, aber eben nicht nur Vitamin C, sondern eben ganz viele mitverwandte Stoffe und auch Enzyme, die dann helfen, das Ganze auch aufzunehmen. Ne? Also das ist einfach, ja, und damit ist es dann auch unnötig, da noch einen Euro dafür auszugeben oder auch die ganze Produktion, die dahinter steht, ist auch unnötig, weil die braucht ja auch alles wieder Energie und Ressourcen und bis hin zum Plastikdöschen, wo es drin ist und so. Das ist alles nicht notwendig. Ne? Also es werden ganze Bereiche dessen, was jetzt halt mit in die Wirtschaftsstatistik reinzählt und wo man sich reich rechnet, de facto aber arm ist oder arm wird durch die Produktion von solchen eigentlich überflüssigen und auch sinnlosen Produkten. Weil ich kann mir, wenn es um Vitamin C geht, auch für den Winter eben, was kann ich alles machen? Also wissen wir ja, wir können die Beeren trocknen, wir können Kräuter trocknen, wir können Säfte ein, Sanddornsaft, Hagebuttenmus und so weiter. Da habe ich überall Vitamin C. Ich kann Milchsauer einlegen, habe ich produziert die Natur noch mehr Vitamin C für mich. Also das ist ein Witz, dass wir da dafür das künstlich herstellen. Ne?
Ja, und wirkt das künstlich überhaupt, ne? Wenn ich jetzt ja, eine Vitamin C-Tablette nehme, ist das eigentlich. Über 90% landet auf der Toilette. Mhm. Ja. Die wirkt insofern, dass der Körper es danach schwieriger hat, aus der normalen Nahrung, aus den normalen Lebensmitteln, sich das Vitamin C wieder selbst herauszuholen und zu integrieren, wenn man sehr auf dieses pharmazeutische Vitamin C gepolt ist, hat der Körper eine große Umstellungsphase. Naja, also ich plädiere einfach dafür, in die, so eine natürliche Logik wieder walten zu lassen, ne? Und das ist für mich einfach immer, wenn wir uns angucken, uns Menschen gibt es jetzt seit 2,5 Millionen Jahren und es gäbe uns nicht, wir wären nämlich ausgestorben, wenn die Ernährungsweise und diese enge Verbundenheit mit der Natur, wenn das nicht ein Erfolgsmodell gewesen wäre. Und wir haben es ja erst vor ganz kurzer Zeit verlernt, also menschheitsgeschichtlich gesehen vor kurzer Zeit, indem wir dann bei uns in Mitteleuropa vor 5.800 Jahren, also insgesamt 7.800 Jahren, weil es sind seit Beginn der Zeitrechnung auch schon wieder 2000 rum, also 7.800 Jahre machen wir jetzt Landwirtschaft. Das ist im Vergleich zu den 2,5 oder 2,7 Millionen Jahren nichts. Ja. Und wenn wir wenigstens noch die Ur-Bio-Landwirtschaft hätten von damals, aber die haben wir ja längst auch nicht mehr, sondern heute sind wir sehr geprägt von den Errungenschaften der Industrialisierung. Und das ist eine Sache, die haben unsere Urgroßeltern oder Ururgroßeltern erlebt. Also das ist noch ganz nah an uns dran. Das ist menschheitsgeschichtlich die letzte Sekunde. Das ist ja auch Ihr Thema, die Selbstversorgung. Ja. Das, im Moment sind wir ein bisschen in der Massenmenschhaltung. Ja, genau. Ich nenne das auch immer die Massenmenschhaltung. Und diese Selbstversorgung ist weggebrochen. Ja. Es ist jetzt wahrscheinlich auch viel Angst da. Das Wissen ist weg. Also ich merke mir, wie schnell dieses Wissen weggeht. Ja, ja. Vielleicht auch die Angst, da gibt es denn wirklich genug für mich? Was sagen Sie, gibt es genug für uns? Ja, ja, klar. Also da könnten noch ein paar Milliarden leben. Es gibt genug. Es gibt auf jeden Fall genug. Wir müssen uns nur vor Augen halten, was wir jetzt machen. Wir vernichten ganz viel Lebensmittel. Also viele beachten wir gar nicht, wie die essbaren Wildpflanzen. Viele spritzen wir zu Tode, damit sie nicht da sind, weil die einfach als Unkraut deklariert werden. Wenn man jetzt nur mal so als Beispiel einen Maisacker nimmt und guckt, wie viel Melde in einem Maisacker und Franzosenkraut und Gänsedistel da mitwächst, das ist wahrscheinlich genauso viel Biomasse wie Mais, wenn man nichts macht. Beim Demeterbauer, der muss es ja mechanisch bekämpfen. Da kann man das sehen. Oder auf einem Zucchini-Feld beim Demeterbauer, wenn der nicht das Unkraut weghackt, also früher ist man mit Hacken rausgegangen und hat das alles geschützt sozusagen vom überwuchernden Unkraut, wenn man eine bestimmte Kulturpflanze hochkommen lassen wollte. Aber wenn man jetzt mal den Fokus ändert und sagt, okay, Kartoffel ist gut und recht, aber zwischendrin wachsen automatisch tonnenweise andere Pflanzen, die wir auch essen können. Und die wachsen freiwillig. Ich muss keinen Finger krumm machen. Nur einmal zum Ernten. Also das ist doch total Meschucke, dass wir uns so krumm buckeln für Kulturpflanzen, mal abgesehen vom Gift und allem, während das andere ja freiwillig als Geschenk wächst. Wir müssen nur eine andere Betrachtungsweise zulassen. Und also dann haben wir tonnenweise Lebensmittel oder die ganzen Kirschpflaumen in den Hecken, die überall tonnenweise runterfallen. Nutzen wir gar nicht diese Ressource. Das sind nur so Beispiele. Und wenn wir jetzt noch mehr, es stehen ja zu wenig von den Gebüschen, aber wenn wir jetzt mehr davon anpflanzen, mehr Walnussbäume, mehr und so weiter, dann haben wir so viel, rein kalorisch, so viel Lebensmittel, höchster Güte, wie wir gar nicht aufessen können. Bedingung ist natürlich schon, dass wir mit dem Irrsinn aufhören, Nahrungsvernichtung zu betreiben über die sogenannte Veredelung, die keine Veredelung ist, sondern eine Verelendung, indem wir jetzt Soja zum Beispiel aus Argentinien und Brasilien hier mit Schiffen anschleppen, dort den Regenwald vernichten und hier dann Schweine, Hühner und sonst was züchten. Also das nennt sich ja Nahrungsveredelung, wo aber dann, wenn ich 10 Kalorien über Kraftfutter reinstecke, kommen hinten nur 1-2 Kalorien zum Essen raus. Und die sind noch krankmachend, weil sie dann uns übersäuern und die Rückstände von den Antibiotika etc. Also damit müssen wir aufhören. Aber das ist momentan das, wo das meiste Getreide ja hingeht und das meiste, was wir anbauen. Und wenn wir das direkt essen würden, plus mehr eben Wildpflanzenparks anlegen, dann wäre das Problem auf der Stelle gelöst. Wir hätten eine ganz andere Gesundheit bei den Menschen und wir könnten noch mehr Leute ernähren.
Das wäre überhaupt kein Thema. Ja. Und vor allem dadurch, dass wir da anders genährt und ernährt werden, brauchen wir andere Volumenmassen. Also wenn ich in die Natur gehe, ist es viel weniger, was ich zu mir nehme, wie wenn ich jetzt die mehrfach verarbeiteten Lebens- oder Nahrungsmittel zu mir nehme. Unbedingt, genau so ist das. Ja. Also im Durchschnitt ist es ja so, dass essbare Wildpflanzen 5 bis 10 Mal mehr Vitalstoffe, also die ganze Bandbreite von den ganzen Vitaminen über Spurenelemente, Mineralien enthalten, im Vergleich zu dem, was ich kaufen kann. Genau. Ne? Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. So ein Händchen voll wilder Salat ist dann so ein Berg Kopfsalat. Ne? Das ist wirklich, genau so ist es. Ne? Das wäre jetzt eigentlich der Tipp für unsere Zuschauer. Man sucht sich jetzt mal einen Demeter, am besten einen Demeterbauer, genau, und sagt, ich helfe dir jetzt bei der Unkrautbekämpfung, genau, ich hole mir da jeden Tag mein Mittagessen. Ja, ja. Das wäre ein schöner Swing, den ja, was da. Genau so ist das, ja. Wir gehen einfach auf die Ecke und holen uns unsere Sachen. Ja. Also, und unsere Sachen zu. Und gleichzeitig, wir versuchen die Bauern dazu zu bringen, werdet wirklich wieder bodentreu und macht einen Bio-Anbau, damit wir diese Wildkräuter ernten können. Ja. Also das, ich finde, so eine sympathische Idee jetzt gerade, die Sie jetzt gerade gesagt haben. Ja, ja. Ich habe da also in Stuttgart auch ein schönes Erlebnis gehabt. Da gibt es so einen ursprünglich als Biomarkt angedacht auf dem Wilhelmsplatz. Und da war immer eine Frau, falls sie sieht, die Adelheid, schöne Grüße. Die hatte also sehr liebevoll und schön gemacht immer so eine Demeter-Gärtnerei und hat da ihre Produkte dann präsentiert und auch gut verkauft und so, das war alles in Ordnung. Aber das ist ja so ein, damit ist echt schwierig auch Geld zu verdienen, ne? Also das ist ja klar. Und da habe ich gesagt, Mensch Adelheid, du hast doch automatisch bei dir zu Hause, musst doch Brennnesseln, Melde, Gänsedistel, das muss doch bei dir wachsen. So, ja, klar. Ja, ich komme mal, guck's mir mal an, wie war ich da mal, und klar, zwischen den Tomaten, alles voll mit Sachen. Sag ich, bring doch einfach, stell einen Kübel hin mit Wasser und mach so Bündel, und das ganze Heusteigviertel hier, die Leute, die trinken alle grüne Smoothies und wollen Wildkräuter haben im Salat und so weiter. Verkauf so ein Büschel Smoothie-Kraut für 4 €, dann hast du mit dem, was neben den Zucchinis und Tomaten wächst, automatisch noch ein paar Euro. Das hat sie mir erst gar nicht glauben wollen und hat es dann aber mal gemacht, und das Ding war sofort weg, war also sofort verkauft. Ne? Und das sind wirkliche Einnahmequellen, Win-Win-Situationen, wie man auch das, was man früher als Unkraut deklariert hat, da gewinnbringend einsetzen kann. Für alle gewinnbringend, weil die einen sind froh, dass sie was Gutes haben und nicht selber sammeln müssen, weil sie es zeitlich halt, weil sie es stresst, gell? Und eine Biobäuerin, die es so richtig mit Leidenschaft macht, hat auch noch ein paar extra Euro. Ist doch super. Ja, ne? Eine Win-Win-Situation für alle. Ja. Wie lange könnte man dann sowas aufheben, wenn jetzt jemand doch selber sammelt? Also er geht raus, einen Städter, einmal die Woche. Was würden Sie dem raten zu sammeln, und wie lange kann er das dann aufheben? Ja, ich sage den Leuten, wenn sie sagen, sie haben überhaupt keine Zeit, dann sage ich denen 2-mal die Woche. Also es ist ja auch vom Wald her die Sache mit dem Waldspaziergang, was jetzt über das Waldbaden sich ja auch so langsam wieder publik macht, wie heilsam es ist, sich im Wald aufzuhalten. Und von daher ist der althergebrachte Sonntagsspaziergang im Wald einfach auch eine super Sache, um das Immunsystem durch das Einatmen der Terpene nach vorne zu bringen. Und dabei kann man ja auch sammeln. Dann hat man, und wenn man das jetzt wäscht und dann in eine Tupperdose legt und die in den Kühlschrank stellt, dann hält das locker 2-3 Tage. Sodass ich dann also Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, Mittwoch wäre, denke ich, am besten, entweder vor oder nach der Arbeit nochmal irgendwo gucken muss, dass ich ins Grüne komme. Sodass ich wieder bis zum Wochenende was habe. Und das reicht dann. Dann habe ich wirklich jeden Tag 1-2 Hände voll was Wildes. Und das ist doch super. Das werden die Leute merken. Die gehen anders ins Büro oder wo immer sie arbeiten, weil sie dann immer eine wilde Unterstützung haben. Wilde Power. Genau. Ist die Selbstversorgung aus der Natur, also absolut ohne Zusatzgeschichten, überhaupt möglich? Ja, aber das wäre natürlich, also das ist nichts, wo ich jetzt auch hin möchte, weil das dann wäre mir, bin auch ein Genussmensch, also das, ich möchte jetzt nicht auf die Kulturpflanzen verzichten. Na, also wenn ich jetzt eine Suppe mache, da habe ich auch Kartoffeln drin, oder das ist ja meistens die Basis, dass ich eine Kartoffel, also eine Zwiebel und Knoblauch sind immer das Erste, dann kommen die Kartoffeln rein und mein Kräutersalz und so,
Und dann mache ich aber auch alleine zur Zierde, weil es schön aussieht, noch ein paar Karotten rein, weil die dann orange rausleuchten. Und dann kommt natürlich, je nachdem Saison, das ganze Grüne dazu. Ne? Also so, ich integriere das immer in bestehende Gerichte. Manchmal ist es natürlich auch pur, also ich mache natürlich auch mal einen Salat pur aus Lindenblättern und Kirsch oder sowas. Das kann man gut pur essen. Aber wenn ich Gäste habe, mische ich das auch mit einem normalen Kopfsalat oder im Winter Endivie. Ich will die jetzt auch nicht überfordern und ich selber esse das auch gerne. Also ich habe da jetzt keine Aversion dagegen. Wenn wir uns jetzt komplett versorgen müssten oder wollten, also da müssten wir natürlich auch mehr mit zeitlichem Einsatz reingehen. Der Engpass wäre das Hochkalorische. Also das Grüne ist nicht der Engpass, das lässt sich auch en passant schnell machen. Aber, und Früchte im Herbst auch. Und die kann ich ja dann auch mit dörren und mit entsaften und so kann ich ja da Wintervorrat anlegen. Das ließe sich auch noch machen. Aber wo bekomme ich jetzt mal ohne Kulturpflanzen Kohlenhydrate und Fette her? Und bei Fetten ist es einfach Haselnuss, Walnuss, wären dann die und Bucheker. Das wären die Hauptquellen. Aber schon bei der Bucheker sieht man, dass die nur, die hat ja jetzt früher eigentlich nur alle 7 Jahre, Mast ja jetzt alle 3. Und daran sieht man, man müsste immer gleich für mehrere Jahre sammeln. Also das ist, und Bucheckern und Schälen, wer es schon gemacht hat, das ist eben auch eine Sache, wo man schnell bei Aschenputtel ist. Ne? Also das, es schmeckt köstlich und die Bucheckern haben ja auch 580 Kalorien pro 100 Gramm. Also da hat man schon schnell viel. Aber ja, wenn es ums Überleben ging, müssten wir ganz schön sammeln. Ne? Und, aber ich glaube nicht, dass es wäre möglich, weil Eicheln haben wir auch viel und wir müssten auch deutlich mehr Bäume pflanzen. Viel mehr Walnussbäume, viel mehr Esskastanien, weil also in Norditalien ist oder in Tessin auch Südtirol war früher schon immer ein Baum ernährt, eine Familie. Das ist wie eine Lebensversicherung, so eine Esskastanie, weil die blühen so spät, die sind nie frostgefährdet. Und so ein alter Kastanienbaum, der trägt wirklich so reich. Da ist man wirklich von den Kalorien her gut versorgt. Mit, wie wir von Hildegard von Bingen ja schon wissen, super gesunden Nüssen. Und aus dem schmecken die köstlich. Also das ist schon echt eine tolle Sache. Ein Walnussbaum und ein Kastanienbaum müsste eigentlich jeder Haushalt in Anspruch nehmen können. Dann wären wir auf der sicheren Seite. Warum gibt es die bei uns gar nicht? Also bei uns in der Gegend gibt es überhaupt keine Esskastanien. Ja, und ihr kommt aus Franken. Franken, und das ist eigentlich bist du noch sogar so Weinbaugebiet. Also genau, es würde wachsen. Also unter Franken wächst es auf jeden Fall. Und Befruchtung klappt auch? Ja, man muss halt in einem Gebiet, wo jetzt, wo man so mit seiner Kastanie alleine ist, muss man mindestens 2 Bäume pflanzen. Weil es ist ja Windbestäuber. Also die haben männliche und weibliche Blüten. Zwar getrennt, das ist nicht wie bei der Apfel- oder Kirschblüte in einer Blüte, sondern das ist getrennt, aber auf einem Baum. Und deswegen kann man, wenn so ein Baum ganz alleine steht, in Göttingen an dem Seminarort, ist in einem Garten eine, aber die ist eben auch wahrscheinlich auf x Kilometer die einzige. Und da sieht man oft, dass auf der Westseite ist keine Nuss dran, auf der Ostseite sind die dann dran, weil dann die eine Hälfte des Baumes bestäubt dann die andere Hälfte. Man müsste also in die Nähe einen zweiten Baum pflanzen, sodass da einfach mehr Pollen hin und her fliegen können. Das wäre so in einer Kastanien-Diaspora, müsste man so vorgehen. Aber ein Satz noch, man müsste in der Beweis, dass die bei uns gut wachsen, die gab es früher vor der Eiszeit schon in Deutschland. Aber in der Eiszeit sind sie ausgestorben und die Römer haben sie erst wieder mitgebracht. Und deswegen sind sie in Südwestdeutschland, also im Badischen vor allem und in der Pfalz und im Saarland, da gibt es die als Waldbaum, ganz normal. Zu Tausenden. Also es ist richtig schöne, große Bäume. Und man müsste jetzt in den anderen Gegenden mehr pflanzen und man müsste Bäume pflanzen, die aus Baumschulen in Südtirol oder so kommen, die eher hoch liegen, sodass die Bäume auch an das etwas rauere Klima adaptiert sind. Aber sie wachsen bis, ich habe in Hamburg Bäume gesehen mit so großen Kastanien. Also das ist gar kein Problem. Wie viel Platz braucht denn so eine Kastanie? Ja, das wird schon mit der Zeit ein richtig großer Baum. Aber man kann natürlich, man müsste eine flexible Bepflanzung machen. Ich kann ja am Anfang Beerenbüsche noch drunter haben und die kann ich ja mit der Zeit dann, also die Kastanie wird die beschatten irgendwann. Das gibt schon majestätisch große Bäume, wie eine große Linde oder eine große Eiche. Das ist ein großer Baum.
Also ist nichts unbedingt für unsere Zuschauer im Hausgarten? Ja, ein größerer Hausgarten. Also okay. Man müsste schon einen Hausgarten haben, der 1000 Quadratmeter plus x. Da würden Sie sich trauen. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sogar sagen, machen Sie es. Unbedingt. Ja. Gut. Mhm. Lasst uns eine Wein, Entschuldigung, weil das haben wir ja schon. Ja. Lasst uns eine Esskastanie pflanzen. Ja. Bis zur ersten Ernte braucht es aber ein bisschen Geduld. Ja, da gibt es jetzt auch schon Auslesen, die früher fruchten. Mhm. Und es ist natürlich so, wenn ich jetzt mehr Geld investiere, kann ich schon ein bisschen größeren Baum pflanzen. Das okay. ist auch immer, also es gibt schon welche, die auch gleich schon nach 3-4 Jahren anfangen zu tragen. Mhm. Aber ist natürlich richtig, ehe das in Schwung kommt, sodass man wirklich sagen kann, ich habe jetzt auch eine gute Masse, müsste man schon 10, 15 Jahre. Also mein Opa hat immer gesagt, Bäume pflanzt man für die nächste Generation. Und da ist auch was dran. Ja. Ja. Mhm. Und da fehlt auch was gerade dazwischen. Das ist so, ne? Also da haben wir jetzt eine Lücke. Da haben wir eine Lücke. Ja. Ich sage das auch immer, ich bin voll Dankbarkeit dieser Nachkriegsgeneration, die trotz wenig Geld, wenig Sachen da, war ja noch Not, haben die unsere Streuobstwiesen gepflanzt. Ja, ja. Ja, ja. Von denen wir immer noch jetzt Nutznießer sind. Ja. Und in unserer reichen Zeit schaffen wir es nicht, ja. Mal ein bisschen Bäume zu pflanzen. Ja, ja. Das ist also das wäre jetzt so wirklich ein Projekt, das können wir alle in unsere Herzen nehmen und alle mittragen. Und wenn irgendjemand was findet, ein öffentliches Gelände, ich finde die Anregung ganz toll. Ja. Esskastanien. Ja, Esskastanien, also das kann man einfach in eine normale Streuobstwiese integrieren, wie Walnüsse ja auch. Die stehen ja auch eingemischt zwischen Birnen- und Obstbäumen und so, oder Birnen- und Apfelbäumen. Ne? Da können Esskastanien wirklich mit dazu. Oder man kann ja auch so einen, ich habe diese hier mal so aufskizziert, so einen Baumhain etablieren. Also das ist jetzt dieser, so ein Modell von so einem Park, der ist natürlich mit Hecken umgeben, sodass da jetzt auch nicht die Hunde so reingehen. Es gibt einen Eingangsbereich, wo dann auch ein Seminarhaus ist, wo dann die Fachfrauen und Fachmänner dann auch einen Kurs geben können oder andere anleiten. Und dann gehen hier so schöne geschlungene Spazierwege durch. Und da sieht man, es sieht ja hier so ein bisschen waldig aus. Ne? Und da würden jetzt Esskastanien, Walnuss, Lindenbäume, Maulbeerbäume, also die großen Sachen stehen. Und das pflanzt man natürlich eher an die Nordseite hin. Wenn ich das hier an den Süden hin pflanze, habe ich das ganze Ding beschattet. Ne? Also das muss eher an die Nordseite. Und dann kann man hier Beerengärten anlegen, Streuobstwiese. Oder hier sieht man jetzt so unterschiedliche Bereiche, wo dann wo Staudenbeete sind, also Stauden im Sinne von Brennnessel oder Girsch zum Beispiel, also Dinge, die einfach ständig wieder nachkommen, die ich immer wieder absensen oder abernten kann und wo ich dann den ewigen Frühling habe, dass ich dann bis Oktober frischen Girsch habe. Und dann eine Ackerbrache wäre noch wichtig. Die müsste man eigentlich noch zweiteilen in ein- und zweijährige Brache, sodass ich die Melde ist ja einjährig zum Beispiel, oder das Franzosenkraut, und zweijährig wäre jetzt die Nachtkerze, dass ich eben auch die Wurzel ernten kann. Und die braucht ja einfach, und die Pflanzen, die ich stehen lasse, habe ich im nächsten Jahr dann die Blüten und die Samen. Also so unterschiedliche Bereiche. Und dann hätte man hier wirklich ein wunderbares Erlebnisgebiet, Naturschulungsgebiet, gleichzeitig Naturschutz oder Umweltschutz, also da fühlen sich alle drin wohl und man kann immer was holen, immer was ernten. Man könnte noch ein Waschmitteleck einrichten, wo man dann Efeu gepflanzt hat und eine Rosskastanie oder so und Seifenkraut und Beet voll. Also man könnte so viel Kreativität auch reinfließen lassen. Man könnte noch, wenn es an einem Fluss liegt, eine Badestelle dazu oder einen Beachvolleyballplatz rein oder ein Freilandschach oder einen Grillplatz. Alles kann da rein, ja. Das ist doch einfach wunderbar. Oder wenn eine Solawi da drin auch ein Äckerchen machen will, wo sie dann eben auch Kulturpflanzen anbauen oder Permakultur, sollen sie machen. Das kann ja da drin sein. Im Sinne der Permakultur ist es dann die Wildnis und die Ergänzungszone, die ist dann einfach durch den essbaren Wildpflanzenpark schon da. Ne? Zur Erklärung, Solawi ist solidarische Landwirtschaft. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja. Also das ist so das Grundmodell sozusagen. Ne? Jetzt für Leute, die eben überhaupt erstmal einsteigen wollen, haben Sie eine wunderbare Buchserie rausgebracht. Mhm. Also ich denke, das ist so die Basis für alles. Damit kann man anfangen, kann einsteigen. Da haben Sie wirklich ein großes Feld aufgemacht.
Ihr erstes Buch ist das mit den Wildkräutern, die 12 wichtigsten essbaren Wildpflanzen. Ist das hier. Bestimmt sammeln und zubereiten, genau. Ja. Ja, das war, als wir angefangen haben, war das nämlich innovativ mit dieser Kombination. Bestimmen, sammeln, zubereiten war so mein Ansatz, kein reines Bestimmungsbuch zu machen, sondern wirklich vom Gebüsch bis zum Esstisch. Und das ist ja bei Hedecke, also im Kochbuchverlag, die haben am Anfang auch ein bisschen gestaut und ja, wir sind doch kein Pflanzenverlag. Doch, wir müssen das einfach vom Gebüsch bis zum Esstisch durchdeklinieren. So ist es eigentlich entstanden. Und es ist ein Baukastensystem, dazu gibt es ja diesen Ernteplaner. Und jetzt pro Band sind es immer 12 Pflanzen. Und da ist das, sind eben die krautigen Pflanzen. Und danach ging es dann weiter. Das zweite Buch war das mit den Bäumen. Das Köstliche von Waldbäumen. Und dann kamen Hecken und Sträucher, wo das ganze Wildobst schon mal auftauchte hier mit dem Rucksack, mit den Hagebutten. Und danach kam was Innovatives im Sinne von, dass ich mich mal um Sumpf- und Wasserpflanzen gekümmert habe. Und bin aber da auch nicht jetzt auf die, man könnte ja auch eine Teichrose essen oder sowas, aber die stehen wieder zum Teil unter Naturschutz, oder Seerosen meine ich, die Knollen, die sind auch essbar. Also sowas habe ich nicht drin, sondern ich habe generell immer nur Pflanzen, die auch massenhaft wachsen, leicht zugänglich sind, sodass man mit Naturschutz kein Problem bekommt und dass es auch immer alltagstauglich ist. Weil so eine exotische Pflanze nützt mir jetzt auch nichts. Aber ich habe da auch in der Recherche spannende Sachen gefunden, eben auch wie die Wasserlinsen zum Beispiel, die man früher dann auch schon für die Aufzucht von jungen Enten und Küken genommen hat. Oder eben das Mädesüß ist da drin oder der Wiesenbärenklau, der gerne auf feuchten Wiesen wächst, solche Sachen. Und dann jetzt noch die Beeren. Und das sind, da ist die Maulbeere zum Beispiel drin, die man hier drauf sieht. Aber auch die Klassiker war mir so auch nicht bewusst, dass die schwarze Johannisbeere zum Beispiel eigentlich eine Wildpflanze ist. Die kommt in den norddeutschen Erlenbruchwäldern, ist die Wildform. Und die Menschen haben dann eigentlich nur eine Auslese gemacht, sodass da eben mehr Beeren dran sind. Also und deswegen ist die auch ideal geeignet, um sie unterzupflanzen im Streuobstgarten oder im Waldgarten unter Obstbäumen, weil sie diesen Halbschatten eigentlich gern hat. Und ja, die Geschichte von der Erdbeere ist da drin, also das ist einfach ganz wie Krimis, kann man da lesen. Oder kurios eben auch die Goji zum Beispiel, die als Boxdorn als giftig gilt und über Goji als TCM-Pflanze heilig gesprochen ist. Ja. Also die ist da auch mit drin. Und jetzt kommt noch ein Band, den werde ich jetzt im Sommer, also gerade mit dem Fotograf Termin gemacht, Sommer 17 machen wir die Bilder dazu und im Frühling 18 wird er erscheinen. Dann, da geht es um Ödland oder Brachland, wir werden die jetzt Pionierpflanzen nennen, also 12 Pionierpflanzen drin, da ist die Nachtkerze zum Beispiel, die Melde, Franzosenkraut, sowas. Und dann ist der Speiseplan voll und mehr Rezeptbücher gibt es da nicht. Die Reihe voll, es gibt dann so ein kartonierten Schuber dazu, einen Schmuckschuber. Also Plan plus Buchreihe und damit ist man eigentlich versorgt. Und damit kann man den Menschen auch ein bisschen die Angst nehmen, weil wenn ich jetzt in einer Großstadt einen Vortrag halte, sagen die, oh, die vielen Pflanzen, das lerne ich doch nie und so. Und so, das reicht, das ist die Auswahl. Weil wir haben so, je nachdem wie ich es zähle, 2.000 bis 4.000 Pflanzen, davon richtig gut schmecken, von vielleicht 100. Und richtig super giftig sind vielleicht auch 100. Und in der Mitte habe ich so die meisten, nenne ich immer, sind kann man essen, muss man nicht essen, Pflanzen. Ne? Also das geht in Richtung Survival oder Notversorgung, aber das ist nicht gerade das, was uns jetzt im Alltag total mundet. Ne? Und ich glaube, dass ich hier das ein bisschen, wie Alltagstauglichkeit ist mir eben auch wichtig. Und das habe ich ein bisschen eingedampft. Wenn wir die kennen, und das ist kein Hexenwerk, dann sind wir gut versorgt. Jetzt haben wir vorhin zum Thema gehabt, wie schnell jetzt so viel Wissen verloren gegangen ist. Mhm. Also, dass unsere Großeltern und Urgroßeltern noch ein ganz anderes Wissen über die Natur hatten, wie wir. Und wir jetzt anfangen, es uns wieder zurückzuerobern. Ja. Das eine ist jetzt, dass wir uns bewusst mit diesen Themen beschäftigen, uns Wissen anlesen, Ausbildungen machen, wie auch immer. Das andere, was raten Sie denn jetzt für die Erziehung der Kinder? Wie kann man denn umgehen mit den Kindern ganz praktisch, damit das wieder zum normalen Wissensgut, zum normalen
ja, damit die in der Intuition bleiben können, mhm, dürfen, mhm, oder zur Intuition kommen. Ja, also zunächst würde ich empfehlen, und das gilt für Kinder wie für Erwachsene, mhm, dass man nie nur in der Theorie bleibt. Klar stelle ich jetzt Theorie zur Verfügung in Form von Büchern und das ist auch wichtig. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass didaktisch ist es am besten, wenn man so einen Regelkreis sich aufbaut. Also ich lese was, dann gehe ich vielleicht mal mit einem Fachberater oder einem Kräuterpädagogen raus und lasse mir das, weil die meisten haben erfahrungsgemäß dann doch immer noch ein bisschen Angst. Ich sage da zwar scherzhaft immer, Brennnessel kannst du auch um Mitternacht noch sammeln, ja, also das ist, wirst du schon merken, aber die meisten haben da einfach eine Hemmschwelle. Das muss man auch, das ist, wie es ist, ja. Deswegen sollen die mit einem, also sie sollen was lesen, was sie animiert und neugierig macht und dann aber auch nochmal rausgehen mit jemandem, der sich auskennt und dann sich was mitnehmen, dann ist die eigene Küche dran. Dann wird das tun. Wir sagen in unserer Sprache ja auch, ich hab's begriffen. Da steckt die Hand drin. Und in der Handlung auch die Hand. Also das ist in unserer Evolutionsgeschichte, war das der springende Punkt, wie der Mensch zum Menschen wurde, ist, dass er in die Handlung kam. Also durch den aufrechten Gang wurden die Hände frei, sensibler, viel mehr mit dem Gehirn verknüpft. Und indem wir in die Handlung kommen und es wirklich begreifen, dann klickt's. Und dann kommt das reine Wissen hier, wenn wir dann übers Kochen und übers Essen, und wenn ich das öfters mache, merke ich ja, Mensch, ich komme ganz anders in die Kraft. Dann merke ich, dass sich im Körper was regelt und es geht vom Kopf runter, Bauch sowieso beim Essen, aber man merkt es dann auch in der Herzgegend. Also ist das ganze Energiesystem des Körpers ändert sich dann bis hin auf der Toilette. Man wird einfach alles merken, dass sich es ändert. Ne? Also das ist ein anderes Niveau des Daseins, ein schöneres, freudvolleres, kraftvolleres Leben, auch ein sensibleres Leben. Also es ist dann einfach was Neues. Und dann schließt sich der Kreis. Und dann sind wir wieder in dem, was Sie auch ansprechen, dass es wieder ein selbstverständlicher Bestandteil wird, weil das möchte dann auch keiner mehr missen. Dann ist es nicht so eine Sache, ich will ja hier nicht zu einer Dauerdiät aufrufen. Oder wo die Leute so machen und, oh, muss ich schon wieder, die Brennnessel ist heute wieder dran oder irgendwas, Blutreinigung, oh, dann alles so lustlos, ja. Das ist ja furchtbar. Also, das soll doch einfach Freude machen. Ja, es soll ein Happy Meal sein. Das machen die Fast Food auch mit Happy Meal. Ja, ein bisschen Umstellung ist aber nötig. Also, wenn man natürlich seinen Gaumen gar nicht auf diese natürlichen Bitterstoffe, haben Sie vorhin genannt. Ja, ja. Bitterstoffe oder sauer. Ich habe mal mit Kindern dieses Erlebnis gehabt, dass wir einen Sauerampfer, und da waren wirklich Kinder, die gesagt haben, was ist denn das? Kenn ich gar nicht. Sauer. Ja. Also die haben das. Ja, ja. Und manche waren dann sofort süchtig. Das ist toll. Also so, ja. Es ist verblüffend, dass das dann gar nicht mehr da ist. Ja, 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 das stimmt. Ja. Ja. Das, also bei Kindern, das ist schon jetzt das Heimtückische in der jetzigen Zeit, dass unsere Geschmacksnerven werden wirklich in der Kindheit geprägt. Und das weiß die Industrie logischerweise besser noch wie wir. Also das sind einfach Strategien, die muss man einfach erkennen. Aber ich glaube, dass wir jetzt das geschafft haben, dass es sind schon so viele Menschen, das ist über die Schwierigkeit sind wir hinweg. Das ist unumkehrbar geworden. Das sind ja inzwischen Tausende. Oder jetzt zum Kongress oder so, da kommen ja immer so viele Leute. Man merkt ja die Energie auch, wie die drauf sind und wie die wieder andere. Ich merke es, wenn ich irgendwo hingehe, das Thema ist, egal wo ich bin, auch wenn die Leute noch nichts davon gegessen haben, das ist immer positiv belegt. Also das hat ja überhaupt nicht mehr den Anstrich von, dass es irgendwas Schrulliges sei oder irgendwas Komisches oder sehr ökologisch oder sonst was. Nein, das ist wirklich jetzt mitten in der Gesellschaft angekommen. Salonfähig. Salonfähig, genau, das ist es, ja. Mhm. Ja. Allerdings, die Umstellung sollte man schon langsam machen. Ja, ja. Ich habe das selber meinen Körper erlebt. Ja, ja. Also ein Smoothie mit viel Brennnessel würde ich jetzt nicht weiterempfehlen, langsam. Ja, ja, ja. Gerade Brennnessel in roh in einem Smoothie rein, also da kann der Körper explodieren drauf. Also meiner hat dann mit Das ist richtig. Also die Umstellung ist, glaube ich, auch langsam erstmal, ne, sich so rantasten. Ja, man sollte einfach so Büschel einfach machen und das in den Salat zum Beispiel einmischen. Genau, also das ist ein schöner Schritt. Löwenzahnblätter oder ein paar Blüten zerzupfen. Manche, das stimmt schon, die, wenn dann der Groschen gefallen ist, dann, oh, jetzt aber, gell. Und dann
gehen die zu stark rein. Das ist auch, also wirklich, bei manchen Menschen ist es sogar so, dass man vielleicht erstmal eine Basenkur machen sollte und mal bewusst tierisches Eiweiß weglassen, Milchprodukte weglassen und bewusst viel Kartoffeln, Hirse, Quinoa, Buchweizen, also diese ganzen glutenfreien Scheingetreide, die aber sehr viel Mineralien und Spurenelemente liefern, plus schrittweise mehr rohes, weil manche sind in der Situation, dass sie auch nicht mal mehr einen Apfel ertragen, ne, weil der Körper sofort reagiert. Liegt natürlich an der Qualität dieser Äpfel, unreif, zu Tode gespritzt, überzüchtet. Ne? Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass die Darmflora schon gar nicht mehr fähig ist, mit Rohkost umzugehen. Und in solchen Fällen, die wir gerade extrem sagen, die aber heute so extrem ist es gar nicht, das haben wir sehr häufig heute in der Gesellschaft, ist es als Vorbereitung gar nicht schlecht, wenn man erstmal so eine Basenkur macht, um sich auf die wilde Kost vorzubereiten. Weil da ist es tatsächlich so, wenn ich so einer Person jetzt zum Frühstück 3 Gläser Brennnesselsmoothie gebe, die sitzt auf der Toilette. Oder irgendwas passiert da, ja. Also, deswegen, und da muss man schon hinfühlen. Da ist wirklich richtig und gut, dass man das noch thematisiert. Ich oute mich, ich hatte dann ein bisschen Sucht. Also ich hatte lauter Punkte am Körper. Ja. Geht auch schnell wieder vorbei. Ja. Bloß für mich so, halt. Da ist eine unglaubliche Kraft in diesen Wildpflanzen. Ja, ja. Die Brennnessel, also diese die Säure, die da dran ist an diesen Brennern, wenn ich die jetzt wirklich roh esse, ein bisschen langt. Ein bisschen langt die Brennnessel und dann vielleicht lieber andere Kräuter, wie sie gesagt, Gersch oder die Vogelmeere. Ja, ja. Da geht ja viel. Ja, ja, ja. Da kriegt man keine Pünktchen. Ja. Die gehen, wie gesagt, auch keine da, Angst, das geht wieder vorbei. Ja. Auch da muss man wirklich schrittweise einfach das aufbauen. Ja, genau. Aber dann, also genussvoll vorgehen und immer mit Achtsamkeit auch einfach, es ist einfach, wie es ist. Ja? Da muss man auch gar keine Wertung machen. Die Menschen sind nicht schlechter oder blöder wie andere. Ja? Das ist einfach, es ist, wie es ist. Und dann hat der Mensch eben diese Ausgangssituation. Das Tolle ist, ich kriege ja manchmal auch Rückmeldungen, ich mache nie im Leben irgendeine Aussage, dass, ich sage nur, also volksmedizinisch wurde es dafür verwendet, aber ich kann ja keinen Heilplan aufstellen oder irgendwas, das mache ich nie im Leben. Aber manchmal kommen dann Leute völlig anonym, weil die sagen, ich war vor 2 Jahren auch bei einem Sammelspaziergang dabei oder so und wir haben das danach gemacht und so weiter. Und mein Mann hat jetzt gar keine, also Blutdruckwerte sind alle in Ordnung, Medikamente abgesetzt. Sowas kommt häufig vor, sogar Diabetes und solche Sachen. Verstopfung sowieso und also ganz viele Sachen haben sich automatisch geregelt, weil man einfach dem Körper die Gelegenheit gibt, die Selbstheilungskräfte wirken zu lassen. Ne? Und es regelt sich dann von alleine. Ne? Damit haben wir den Nagel auf den Kopf getroffen und sind bei unserem Thema auch wieder ganz genau Heilkräfte der Natur. Mhm. Denn außer, dass es uns nährt, uns lebendig hält, Freude macht, wenn wir zum Sammeln gehen, tun wir einfach unserem Körper und unserem Immunsystem was Gutes. Ja, auf jeden Fall. Genau. Kann man nur so unterstreichen. Ja. Ich würde gerne das Ganze, um das noch rund zu machen. Ich erlebe Sie jetzt wirklich als einen sehr authentischen Menschen. Also Sie, als wir hierher kamen, stand schon die Suppe da mit Wildkräutern. Ja. Sie leben es. Sie leben es für Tag. Sich jeden Tag. Klar. Völlig authentisch. Ja, ja. Wie kamen Sie dahin? Also, wie kam ich da hin? Kurz fassen. Sie schauen noch unglaublich jung aus, aber ich glaube, da steckt ganz viel Lebenserfahrung drin. Naja, also ich werde jetzt 51, so ganz jung bin ich. Ja. Also, aber aus der Pubertät bin ich raus. Aber, also angelegt war das immer. Mein Uropa hatte schon eine Baumschule und auf dem Gelände bin ich groß geworden. Es standen also viele Obstbäume, wir hatten große Gemüsegärten. Aber das war natürlich immer mit Fokus auf Kulturpflanzen. Aber immerhin, die Anbindung war da. Und tatsächlich, also im Studium habe ich mich schon immer sehr um Pflanzen, Vegetationsgeografie, Agrargeografie, das waren immer so die Hauptpunkte. Auch gerne also alles immer historisch betrachtet, wie es sich entwickelt hat und so Geschichten. Es gab einen ersten Punkt, wo ich das mal theoretisch geblickt habe, aber noch nicht praktisch gemacht. Das war bei diesem Forschungsaufenthalt in Nepal. Da war ich also in einem Gebiet, was militärisches Sperrgebiet war, so Richtung Grenze zu Sikkim, Darjeeling und China, also Tibet. Und
Also ein Gebiet, wo auch kein Auto mehr fährt und so weiter. Und bin da überall rumgelaufen, habe diese Befragung gemacht. Und wenn ich dann da was zu essen bekommen habe, war das immer, das hieß einfach immer Saag, das heißt Spinat. Aber ich habe gemerkt, das schmeckt jeden Tag anders, da ist schon mal was anderes drin. Und die pflücken eben, sammeln was, ja. Und haben dann Dalbat, also Reis und Linden ist da so das Nationalgericht. Und dann gab es immer diesen Spinat dazu. Also ich habe da aus heutiger Sicht köstlich gelebt, aber und da habe ich dann mal nachgefragt, wo habt ihr denn den Spinat her? Weil auf den Feldern, auf diesen Terrassen habe ich das nicht gesehen. Ja, das sammeln wir. Ne? Da wird mir schon zum ersten Mal bewusst, spannend, die gehen irgendwo hin und sammeln. Aber das habe ich, war alles, es ging um den Teeanbau, habe ich jetzt nicht weiterverfolgt, was genau und so. Zu Hause waren wir dann nur, in der ganzen Beschäftigung war mir klar, ich habe mich um Tee gekümmert, also Tee als Cash Crop, damit da in diese Selbstversorgerlandwirtschaft auch etwas hineinkommt, womit die auch ein paar Rupien verdienen können. Weil die haben das Problem, wenn jemand krank wird, sind die sofort, müssen einen Kredit aufnehmen, können die gar nicht zurückzahlen, weil die mit nichts Geld einnehmen. Die leben einfach komplett Subsistenzlandwirtschaft. Und die schicken auch ihre Kinder ungern zur Schule, weil es Schulgeld kostet und weil man eine Uniform kaufen muss und die Bücher selber zahlen. Und deswegen war der Ansatz, wir müssen jetzt gucken, ich muss jetzt auch eine Pflanze reinbringen, die nicht gerade dann, wenn die ihren Reis ernten, muss man sich auch noch um die Pflanze kümmern, das werden die nicht akzeptieren. Und da war die Sache mit dem Tee sehr naheliegend und Ingwer haben die noch, Kardamom passte auch noch. Also haben wir so Strategien entwickelt, wie man das empfehlen kann, dass die aus der Polarität, die machen nur Subsistenz, eher in die Mitte kommen. Als ich dann wieder in Deutschland war, ist mir aufgefallen, oh Mann, wir reden über die als Entwicklungsland. Wir sind nur anders Entwicklungsland als die, aber beide sind wir es, weil jeweils sind wir ganz in der Polarität, die ganz in der Subsistenz, wir ganz in der Geldwirtschaft. Nachhaltig ist beides nicht. Wir müssen beide in die Mitte kommen. Die müssen ein bisschen mehr Geld verdienen und wir müssen ein bisschen mehr Selbstversorgung machen und deswegen das mit der Stiftung, mit diesen Parks, ne, in die Mitte kommen. Also da war es dann so rein theoretisch, ne? Und dann bin ich ja, habe ich ja längere Zeit auf einem Selbstversorgerhof gelebt, in Thüringen war das. Und da habe ich am Anfang auch gedacht, jetzt musst du die alten Obstbäume wieder beschneiden, Kartoffeln pflanzen und so Sachen machen. Und da gab es mal eine super Ernte, mal eine ganz schlechte. Aber da ist mir dann das, was ich vorher mit dem Biobauer erzählt habe, wirklich klar geworden. Und da habe ich auch selber dann angefangen, weil da gab es eben mal keine Kartoffel, wegen Fäule und Kartoffelkäfer und sowas. Aber Gänsedistel ohne Ende und Melde ohne Ende. Und da habe ich mich viel mehr um die Pflanzen gekümmert und sowieso Kirschwuchs da, wie eine Plantage. Also, und da war das dann auf einmal, und dann habe ich angefangen aufzuschreiben, weil es war mir schon klar mit der Finanzkrise damals 2008 und so, dass das jetzt gebraucht wird. Und da fing das dann an. Und dann habe ich kurze Zeit später auch gedacht, und das ist so wichtig, dann wurde das zu meiner Berufung, da habe ich es tatsächlich gelebt. Aber das war erst in Mitte 40 oder Anfang 40. Aber seit Mitte 40 ist es so, dass ich auch selber davon leben kann. Also, aber Anfang 40 fing das an. Ja, das ist doch ein bisschen länger geworden. Wunderbar. Ich möchte keinen Satz missen. Ja, also ja. Interessant aus diesen Höhen des Himalayas und dass sie da zurückkommen, dann in das Allgäu, ist jetzt auch ein bisschen hoch, aber nicht diese Höhe. Ja. Und dass sie in dieses, wie Sie sagen, wirklich wieder an die Basis kommen. Das finde ich ist ganz gut nachzuvollziehen. Ja, ja, ja. Dass wir das beide brauchen. Ja, unbedingt. Und es tut uns auch gut, weil es tut uns einfach auch, wenn man Bürojob hat, uns auch mal gut, mal irgendwo in der Dessel mit der Erde zu wühlen oder so, ne? Und um was zu pflücken. Ja. Mal barfuß zu gehen oder sowas, mal sich ins Gras zu legen. Das ist einfach für jeden Menschen wichtig. Ne? Mhm. Es war vorher Sammeln von Erkenntnissen, die Sie jetzt ganz rund vereinend zu allem durchleben und durchleben können, so die Jahre vor 40, ich Sie so reden höre. Ja. Genau. Das eine gibt es ohne das andere wahrscheinlich nicht. Ja, das Extrem war, dass ich ein paar Jahre auch einen Bürojob gemacht habe. Sogar in einer Finanzwelt, wo es sehr um Finanzen ging und davor war ich in der Entwicklungszusammenarbeit. Also ich habe schon auch sehr die Polaritäten auch selber gelebt und weiß, wie es sich anfühlt, wenn man so
So ein schickes Büro, Anzug, klimatisierte Räume, ich weiß, wie es ist. Aber da gab es eben auch so eine Situation, wo ich dann rausgeguckt habe und unten war eine Gärtnerei und die haben Stiefmütterchen gehackt. Ein gelbes Feld und ein blaues Feld. Und da habe ich so eben so gemerkt, oh, eigentlich wäre ich jetzt gerne da unten wird hacken. Und das, da war mir das auch wieder ganz klar, dass das, du musst raus hier. Ich glaube, das war jetzt nochmal ganz wichtig, weil vielleicht auch viele von unseren Zuschauern und Zuhörern auf die Felder oder auf die kleinen grünen Oasen runterblicken, voller Sehnen dahin. Und wir können uns jederzeit umentscheiden und gucken, wo wir unsere neue Nische finden, in der wir uns wohler finden. Ja, ja, genau. Also unbedingt. Ja, herzlichen Dank. Ja, wir wünschen Ihrem Projekt jetzt vor allem ganz der Stiftung ganz, ganz viel Erfolg. Ich empfinde Sie als einen großen Visionär. Allein habe ich Hochachtung, ich habe immer die einzelnen Bücher mit erlebt, wie sie erschienen sind, immer schon gekauft gleich. Das kommt jetzt. Dass Sie da so einen Überblick haben, finde ich ganz toll. Also es ist wirklich eine Vision gelebt. Das hat ja wirklich einen Sinn. Das hat eine Struktur. Auch von der Ernährung, ne? Wir kommen in Vitaminen, in die Öle, in die Süße. Die Bücher sind für mich Schätze. Ich habe sie sehr gerne. Klein, kompakt. Ja, freut mich. Ja, wirklich umsetzbar. Ich danke Ihnen für diese Visionen, die Sie uns da mitgeben. Ja, ja, und ich wünsche Ihnen ganz viel Kraft, weiter dran zu bleiben an Ihrer ganz großen Vision. Ja. Und uns allen wünsche ich den Mut, in die kleine Vision zu gehen und wirklich rauszugehen, aus dem Büro runterzugehen. Ja, ja, konkret werden, und Handlung. Und vielleicht auch was an Pflanzen, so ein bisschen, wie Sie gerade sagen, Guerilla Gardening zu machen, einfach zu tun. Genau. Schön. Danke. Ja, danke. Ja, gerne.